Hallo und willkommen zurück bei The Last of Us. Wir befinden uns immer noch in diesem Gebäude, sind gerade den Infizierten entkommen. Jetzt werden wir einfach mal so ein bisschen was zusammensammeln. Ja, eine Brechstange ist immer ein bisschen besser. Also, naja, das andere war ja auch eine Brechstange, aber die hier ist halt heil. Und das Zeug nehmen wir auch einfach mal mit. Was kann man hier so schickes sehen? Aha. Das erinnert mich ein bisschen an Silent Hill jetzt. Das ist bei Silent Hill ganz cool gemacht auf der Karte, weißt, wenn du da denn nämlich irgendwo nicht weiterkommst oder so an irgendeiner Stelle, dann trägt er das gleich mit dem roten Filzer ein. Aber das wird man dann sehen, wenn wir Silent Hill spielen. Aber jetzt sind wir hier bei The Last of Us. Einfach mal alles einsammeln, was wir finden können. Ich vergrößere das immer einmal und dann kann man sich ja so ein bisschen davon durchlesen. So. Hier wird Schach gespielt, oder was? Hey, weißt du, wie man das spielt? Ja, ich kann es aber nicht gut. Ich wollte es immer lernen. Hey, Großmeister, lass ja die Finger von dem Brett. Groß was? Vergiss es einfach. Haben wir hier auch die Senf- und Ketchupflaschen stehen, auch gut. Ich denke mal, wir haben jetzt hier soweit alles eingesammelt. Jedenfalls hoffe ich Hast du das mal jetzt bestimmt wieder alles übelst was vergessen. fertig? Ja, wir sind fertig. Wir haben alles liegen lassen. Okay, Ellie, los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Bleib dicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Der kommandiert einen ganz schön nicht rum. Übertrieben. Ja, er ist einmalig. So, ich würde sagen, diese Folge wird das hier ein bisschen sieh scouten. mich hier oben mal kurz um. Für mich ist da oben nichts. Na, mach, nimm dir, was du brauchst. Danke. Alles Mögliche einsammeln, was man hier finden kann. Das ist wichtig für nachher, wenn die Infizierten uns wieder überrennen wollen. Was gibt's Also, in hier? was für einer Scheiße steckst du? Und wo ist Ted? Es ist dein Job. Eine einfache Lieferung. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein Zweitversteck. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Lass mich vorbei. Wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht. Da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Alter, die stellt sich immer in den Weg. Geh die weg. Oh, Baseballschläger. Naja, da habe ich beim letzten Mal auch nicht gewusst. Was nehme ich jetzt mit? Nehme ich lieber die Eisenstange mit oder nehme ich den Baseballschläger mit? Ah, ich denke mal, ich mach's wie beim letzten Mal und nehme die Eisenstange mit, weil die natürlich ein bisschen stabiler ist. So, erstmal folgen. Alter, was ist denn hier los? Was ist denn mit euch los, ey? Ihr könnt euch da nicht einfach so in den Weg stellen, immer und immer wieder. Warte mal, erstmal ein bisschen Licht anmachen. Vielleicht gibt's hier was Spannendes. Nein, offensichtlich nicht. Da drin ist was. Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch, alles okay. Sag mal, du hast doch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja klar, beschäftigt. Ah, hört sich an. Es gibt Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Das ist ja mal echt eklig. Okay, dann mal los. Okay, es ist helllichter Tag, dann machen wir die Taschenlampe auf jeden Fall mal aus. So.
Da hinten leuchtet was, aber das ist so ein Stein. Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß? Warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. War's das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt nochmal! Infizierte! Mist! Macht euch bereit! Oh Gott. Oh Gott, nein. Das war die falsche Taste. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Oh nee, ey. Komm her. Bäh. Zack. Ich persönlich hau die ja lieber so ein bisschen nieder, als mit der Waffe irgendwie Munition zu verschwenden. Oh Gott, nein. Allerdings wäre hier vielleicht... Oh Gott. Aua. Na gut. Da hab ich's leider etwas verdaddelt. Aber ich muss auch erstmal wieder reinkommen, ja? Ich habe jetzt in letzter Zeit hauptsächlich Naruto und Batman aufgenommen. Bäm, der hat gesessen. Oh Gott. Oh Gott, vielleicht wäre hier ein Granatenbusch ganz gut. Habe ich überhaupt Granaten? Ich habe Molotov-Cocktails, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, geh weg. So, ja. Wo ist der andere? So, was habe ich? Ja, genau. Oh Gott. Bäm. Zack. Auch noch niedergehauen. Okay, ich muss die Barrikaden prüfen. Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es bereuen. Du weißt, was das heißt. Das ganze Zeug aus dem Lager holen und zum Osten schleppen. Mal wieder. Und dann muss man... Bill! Joel! Hier lang. Wir haben so einiges verbraucht an Munition. Und weiter geht's. Das sieht eigentlich echt schön aus hier. Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Weißt du, so schlimm die Dinger sind, man weiß, was sie wollen. Die normalen Leute machen mir Angst. Gerade du solltest das verstehen. Was soll das heißen? Gar nichts. Ja, und jetzt stehen wir hier rum, oder was? Na gut, dann werde ich erstmal einfach hier unten rein. Ich hab gedacht, er will noch irgendwie vorgehen, so, weißt du, aber wenn nicht, denn nicht. Dann nehmen wir das hier nochmal mit. Und das auch. Das brauchen wir alles. Und dann geht's einfach mal hoch hier. Hält sie das Tor wirklich auf? Tja, es ist zu, sie haben keinen Schlüssel. Das habe ich mich auch gerade gefragt, ob das Tor die wirklich aufhalten kann, aber... Also, wo lang? Wir sind da, es ist im Keller. Oh Gott, warte, da blitzelt was, oder? Ja, so sieht's aus. Nehmen wir mit. Kann man hier noch irgendwo hin? Nö. Okay, dann laufen wir in die andere Richtung weiter. Vor allen Dingen ist das sein Lager und ich gehe vor. Wo ist der Fehler? Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Na dann mal los. Ah. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komme schon damit zurecht. Nein. Du bleibst hier. Pff, toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Das kommt hin. Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du. Mein Partner. Ich habe mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an habe ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genau so.
Hey! Was habe ich dir auf der Treppe gesagt? Was habe ich gesagt? Ich räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf! Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Okay, ja, eine Schrotflinte ist immer gut. Ich hab da was, das du sehen musst. Und zwar? Mein allerneuestes Spielzeug. Das ist eine Nagelbombe. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Ja, ich kenne deine Fallen. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit, ne? Die sieht gut aus. Warte mal, das testen wir gleich mal. So, Schrotflinten und Bomben. Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen. Aber wenn ich die jetzt werf, dann ist sie weg, ne? Muss ich die jetzt werfen? Kann ich die behalten? Mann, es ist Wahnsinn, was sie alles übersehen. Jedenfalls. Ich steck die mal ein. Vor ein paar Monaten fuhren sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt. Sie belagerten den Truck. Der fährt prompt gegen die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten hier. Aber scheiß drauf. Joel braucht ein Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee. Die Trucks sind wie Panzer. Sie wartet auf uns. Das könnte klappen. Was machen wir denn? Wir nehmen jetzt erstmal. Was können wir überhaupt nehmen? Wir können das hier nehmen. Dann machen wir das doch auch direkt mal. So geht es doch. Gibt's hier eigentlich noch irgendwas Spannendes? Da hinten. Das können wir mitnehmen. Das brauchen wir alles. Zeig mal her hier. Das ganze Zeug. Sonst noch irgendwas? Alter, machen die das eigentlich mit Absicht? Die rennen mir immer in den Weg. Hey, ich schwöre dir, wenn du was geklaut hast. Mann, der soll man den Stock aus dem Arsch nehmen. Joel, du behältst sie doch im Auge, oder? Ich pass auf. Okay. Nichts mehr Wichtiges, dann geht's ab hier hoch. Mal gucken, was als nächstes so abgeht. Wow. Schön hast du es hier. Tja, wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig. Okay. Zeit zu packen. Ja, dann würde ich sagen, ab aus dem Fenster raus. Einfach mal hinterher. Ellie, komm schon. Dort. Da ist die Schule. Okay. Bereit? Werden wir sehen. Friedhof. Wenn das jetzt bei Nacht spielen würde, dann wäre das auch geil für Resident Evil, glaube ich. Oh, Mann. Na komm, du musst dir das nicht noch angucken. Irr. Ist doch nichts. Nicht sehr appetitlich. Wenn du meinst. Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus. Kein Thema. Hey, habt ihr gehört? Seid ruhig. Haben die schon einen gesehen? Ich habe sie nicht. Ach, da hinten. Oh Gott. Oh, Mann. Ich probiere mal einmal hier noch durchzuschleichen. Oh Gott. Also, gelingt mir das auf keinen Fall. Digga, komm hier nicht her. Geh bitte weg. Oh Gott. Langsam aber sicher. Mal gucken, ob wir es direkt beim ersten Mal schaffen. Sollten wir es nicht schaffen, machen wir im nächsten Part damit weiter.
Also er gafft da hinten die Wand an. Der andere geht auch in die Ecke pissen. Oh Gott, nee, doch nicht. Der dreht sich wieder um. Will er denn? Oder die? Es. Also ihr wisst schon. Ja, gehen wir da lang weiter. Und jetzt gehe ich hier lang weiter. Ey, Mann, Digga, was soll denn das? Boah, du kannst doch nicht einfach da lang hier oben, Mann. Okay, 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 okay. Oh Gott. Torkel ab. Einfach mal hier so längs. Und hier runter. Oh Gott. Wie viele sind denn das, Mann? Was macht er jetzt? Ja, wenn er da lang geht, oder sie? Da lang geht. Da lang. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss jetzt hier einfach mal... Einfach mal hier lang. Oh Gott, nein. Da lang. Die Sicht ist auch ein bisschen eingeschränkt jetzt. Ich meine, ich könnte mich drehen, aber dann habe ich Angst, dass das zu lange dauert. Und er mich direkt erwischt. Muss ich da jetzt eigentlich hoch oder gehe ich... Oh nein. Hallo? Dann gucke ich mal, ob ich hier lang kann. Aber ich glaube, hier kann ich nicht lang. Ne. Der Busch ist zu hart. Ich komme da einfach nicht durch. So, was ist nun mit dir, Mann? Wackel ab. Oh nein. Oh shit, Mann. Oh shit, Mann. Oh shit, Mann. Oh shit, Mann. Lass mich vorbei. Oh scheiße, hab ich gesehen. Verdammt. Oh Mann, ey. Ohne Spaß, das war knapp. Komm. Das war an einigen Stellen war es ziemlich eng. Und dann haben wir es trotzdem irgendwie geschafft, da noch lang zu kommen. Aber ich würde sagen, wir machen hier dann im nächsten Part weiter. Der nächste Part, ich sehe schon, komm. 50 Versuche und beim letzten klappt's denn oder sowas. Dann haben wir eine halbe Stunde, wie ich hier versuche, über diesen Friedhof zu kommen. Aber naja, wir werden sehen. Ich hoffe, ihr seid auch wieder beim nächsten Mal mit dabei und dann sag ich einfach mal, ciao!